12 Autos jetzt in dieser Jugendklasse. Auf geht es, und da wird es schon gleich richtig eng werden. In Führung geht als erstes die 28, Nils Ole Dähnchen, gefolgt von der 69. Das ist dann Marc Klebs. Dahinter die 66, Samira Stickan. Hinter ihr die 19, das ist Tim Klüssmann. Und dann die Startnummer 12, Luca Kampig. So im Augenblick die Reihenfolge für die ersten 5. Stickan, ausgefahren, Probleme bei der Startnummer 10, Leda Ode, die hat hier oder ist weit nach hinten durchgereicht worden, hat eine riesen Lücke, scheinbar Probleme bei ihr. Die 28, Nils Ole Dähnchen, aber ihm dicht hin aufgeschlossen an seiner Kofferraumklappe. Das ist die 69. Marc Klebs. Klebs, der ihn mächtig unter Druck setzt. Dann eine kleine Lücke zur Drittplatzierten. Position geblieben, die 66, Samira Stickan, dahinter dann die 19, Tim Klüssmann, ihm gefolgt die 12, Luca Kampig, bevor dann die 29 kommt, Jan-Henrik Dähnchen. So, die Spitze überrundet jetzt hier die ersten Fahrzeuge. Das jetzt hier ein Start- und Zielsieg werden für Nils Ole Dähnchen aus Vierden. Das schwarz-weiß karierte Tuch zum ersten Mal gezeigt für diese Jugendgruppe, für die Jugendklasse, und er fährt das Ding nach Hause. Sieger Nils Ole Dähnchen, gefolgt von der 69 Marc Klebs. Auf 3 dann Samira Stickan, vor der 19 Tim Klüssmann, Luca Kampig und der 29 Jan-Henrik Dähnchen, dann die 99 Annika Jede, vor der 43 Julian Boss. Wie gesagt, das war der